Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Risen 2. Wir müssen hier nach wie vor die Kanonen sabotieren. Hier oben auf der Mauer, da wir uns ja das Schiff organisieren wollen und damit dann baldmöglichst abhauen. Da unser Schiff ja unglücklicherweise von Mara etwas malträtiert wurde und der Benito ist jetzt weg. Okay, wo ist der denn hin? Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen, aber wenn der Benito jetzt einfach schlafen gegangen ist, dann müsste das ja fast so gehen, oder? Wir probieren das einfach mal ganz kurz. Ich wollte mir nämlich schon Sorgen machen, dass ich jetzt wieder eine halbe Stunde hier rumlaufe, ohne zu wissen, was ich tue. Aber das klappt einfach ganz einfach, ja. Warum sagt mir denn sowas keiner? Dann machen wir das einfach mal ganz schnell. Tja, so einfach kann die Lösung sein. Einfach auf die Nacht warten und... tja... dann schlafen alle. Aber umso besser. Dann machen wir jetzt zu heimlicher Stunde hier. So, ich hoffe, hier kommt jetzt keine Wache rum. Machen wir einfach zu heimlicher Stunde hier unsere kleine Arbeit. Keiner gesehen. Nochmal umgucken. Wunderbar. Tja, das sollte jetzt auch fast alles gewesen sein für das Schiff. Das Wasser haben wir uns ja schon organisiert. Dank Chani, dann wollen wir jetzt mal mit Patty reden. Ich habe alle Kanonen sabotiert. Das wird eine schöne Überraschung. Bevor die merken, was los ist, sind wir weg. Das hoffe ich sehr. Ich habe alles erledigt. Gut, entern wir das Schiff. Bist du bereit? Arr und hallo, bin ich bereit. Ich bin bereit. Na dann los, wir folgen dir. Soweit ich weiß, haben wir alle Quests hier auf der Insel gemacht. Und dann können wir jetzt einfach aufs Schiff. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, die Typen sind ja trotzdem noch drauf. Mal gucken, was wir da anstellen. Was soll das denn werden? Wir entern das Schiff. Machst du Witze? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Männer, verteidigt das Schiff! Ich mach dich kalt! Ja, das, oh Gott, die greifen direkt wieder an. Cool. Ja, wir sind etwas leblos gerade. Ja. Okay, hätte ich eigentlich drauf kommen können, dass ich mich vielleicht etwas besser vorbereiten sollte. So provianttechnisch und alles. Hat er jetzt eigentlich zwischengespeichert nochmal? Bevor wir das Schiff betreten haben, weiß ich jetzt gar nicht. Werden wir jetzt gleich ja erfahren. Nee, okay, wir sind noch bei den Kanonen. Na gut, dann müssen wir die jetzt nochmal ganz kurz sabotieren. Na schön, das dauert ja auch nur ganz kurz. Ich kann das hier leider gerade nicht überspringen, diese kleine Sequenz. So. Alles ganz heimlich. Hier kommt immer noch keine Wache. Oh doch, da kommt gerade eine. Dann warte ich mal ganz kurz, bis die durchgelaufen ist. Ja, jetzt kommt die natürlich genau in unsere Richtung. Können ja mal ein bisschen verfolgen. Dum di du bi du dum bi du bi di dum bi du bi di dum bi du bi di. Ach, ich mache hier nichts. Ich laufe hier nur ein bisschen durch die Gegend. Kleiner Nachtspaziergang. Na, wer kommt denn da von hinten zu später Stunde? Es ist der Pedobär! Ja! Okay, der Typ ist jetzt außer Reichweite, hoffe ich mal. Dann machen wir doch diese Kanonen hier fertig. Und dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich überhaupt genug Proviant habe für den Kampf. 16 Proviant und wir hatten uns, glaube ich, auch nochmal Rum gekauft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder, nicht Rum, sondern Grog. Genau, ach, Rum haben wir sogar auch noch, okay. Ist jetzt die Frage, kämpfe ich mit dem Speer oder mit dem Schwert? Weißt du was, ich lege mir einfach mal... ich gehe erstmal auf alles, dann habe ich mal alles im Überblick. Dann lege ich mir das hier mal auf die 2, den Speer, denn die Pistole braucht man sowieso gerade nicht. Und dann natürlich noch Grog auf die 4 und Rum auf die 5. Und der Rest sollte so passen. Hoffe ich einfach mal. Und dann reden wir nochmal ganz schnell mit Patty. Das sollte ja jetzt schnell erledigt sein. Ja, das wissen wir alles schon. Jo, ich bin bereit. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz speichern, damit wir nächstes Mal, falls wir das nächste Mal sterben, uns nicht so dumm anstellen. Also, dass wir nicht nochmal alles machen müssen. So. Was soll das denn werden? Wir entern das Schiff. Machst du Witze? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen?
Männer, verteidigt das Schiff! Ich mach dich geil! Ja, und die... Alter, was ist das denn? Ich komme hier auch gar nicht zum Zug. Wie soll das denn sowas werden? Oh Mann. War das echt ein bisschen blöd. Vielleicht soll ich das nächste Mal einfach versuchen, direkt aufs Schiff drauf zu rennen. Dann haben sie vielleicht weniger Angriffsfläche. So. Jetzt werde ich den Dialog aber auch überspringen. So. Komm schon. Oh, jetzt wollte ich gerade was trinken. Alter. Läuft ja echt super hier. Ich meine, die anderen kämpfen natürlich ganz tapfer, aber wir sollten vielleicht auch noch überleben. Das wäre so ganz günstig, denke ich. So. Dann werde ich diesmal einfach versuchen, direkt was zu trinken, nachdem die mich angegriffen haben. So ein Grog oder so. Das geht in Ordnung. Okay, jetzt habe ich einen Grog getrunken, ohne angegriffen worden zu sein. Das ist vielleicht auch nicht so günstig. Hä? Hat er mich jetzt gewone-hitted? Ach, was läuft denn hier nur wieder falsch? Nachher muss ich hier noch was rausschneiden, weil ich mich wieder so dumm anstelle. Na komm schon, lade. So. Na, auf ein neues. Verstehe ja nicht, wie man so viel falsch machen kann, aber ich habe da offenbar ein Talent für. Männer, ich mach dich kalt. Kannst du mir mal sagen, wie ich so angreifen soll? Und wo ist meine Hand denn da bitte? Erstmal am Hinterkopf kratzen. So, jetzt aber mal im Ernst hier. Das ist fast die bessere Technik, nochmal nach hinten zu laufen. Also nochmal auf den Pier zurück. Das hat ja eben ganz gut geklappt, nur wurden wir dann irgendwie doch noch getötet. Probieren wir es nochmal. Möglichst nicht zu weit aufs Schiff rauf. So, und jetzt einfach zurücklaufen. Ja, Glückwunsch. Okay, läuft schon mal besser als vorher. Und Shani kann uns zwischendurch auch nochmal heilen. Das halte ich für eine sehr gute Sache. Komm schon, die haben wir jetzt fast... Oh, der hat uns jetzt auch noch fast getötet. Und schon wieder. Oh Gott, jetzt habe ich schon alles an Rum und Grog verbraucht, was wir hatten. Vielleicht nicht unbedingt das Beste. So, jetzt lebt nur noch einer. Sehe ich das richtig? Da. Komm, geh über Bord. Ah, das scheint er nicht so zu wollen. Alter, wehe, der macht uns jetzt noch fertig. Sehr schön. Hat's doch nochmal geklappt. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt was rausgeschnitten habe, eventuell, weil ich mich zwischendurch dumm angestellt habe. Ach, da lebt noch einer? Warum sagt mir das denn keiner? Da kann ich auf... Ach, Benito ist das. Huch. Jetzt wollte ich mal den Speer werfen, aber dann muss ich natürlich auch treffen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn getroffen habe oder meinen Kameraden. Ich hoffe, ich treffe ihn dann auch wirklich. Alles andere wäre dezent ungünstig. Das wäre jetzt auch noch daneben. Wie genau muss ich denn da treffen? Oh oh, wir sind fast tot. Uiuiui. Das gefällt mir jetzt aber nicht so gut. Hm. Vielleicht mal ganz kurz speichern, wer weiß. Vielleicht bringt es ja was. Das nicht nochmal. Ja, Glückwunsch. Warum ist denn Benito jetzt auf uns losgegangen? Das verstehe ich nicht. Und wo kam der jetzt her? Aber gestorben sind wir dadurch nicht. Wir waren nur ohnmächtig jetzt. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Welchen Kurs sollen wir setzen? Okay, also es hat scheinbar trotzdem geklappt. Benito hat uns zum Glück nur ohnmächtig geschlagen und nicht getötet. Gut. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Nach Antiqua und suchen diesen Slain? Wir fahren nach Caldera und reden mit Carlos? Oder wir fahren zur Insel der Toten und rufen den Geist deines Vaters? Das würde ich lieber später machen. Vielleicht fahren wir tatsächlich erst nochmal nach Antigua. Oder wir reden mit Carlos. Wir fragen sie erstmal, was sie denn überhaupt möchte. Was denkst du? Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wo mein Vater das Amulett versteckt hat. Vielleicht kann die alte Schnapsnase Boos uns da weiterhelfen. Die beiden haben sich immer ganz gut verstanden. Wir könnten also auch nach Takarigua fahren. Aber ich setze jeden Kurs, den du willst. Takarigua wäre auch eine Möglichkeit. Insel der Toten, da werden wir dann später noch hinkommen.
Tja. Ist jetzt echt eine gute Frage. Wo fahren wir hin? Takarigua oder Antigua? Vielleicht fahren wir tatsächlich nochmal nach Takarigua erstmal. Ja, ich glaube, wir machen das einfach mal. Und wenn ich das richtig verstanden habe, können wir jetzt auch einfach mit dem Schiff jederzeit dahin segeln, wo wir wollen. Also wenn das so wäre, ist das natürlich sehr cool. Dann können wir einfach von Insel zu Insel wechseln, wann immer wir wollen. Das fände ich sehr schön. Und wie malerisch das hier wieder aussieht. Da verlässt das Schiff den Hafen. Zu nächtlicher Stunde. Mit der Fähigkeit Schmied kannst du an einer Schmiede Klingenwaffen herstellen und reparieren. Ja, das werden wir gegebenenfalls noch lernen. Ich würde, wenn möglich, gerne alles lernen oder zumindest so viel wie möglich. Aber das wird natürlich auch seine Zeit dauern. Dementsprechend wird das Let's Play wahrscheinlich etwas länger. Ich meine, es ist ja jetzt schon ziemlich lang. Aber gut, zu einem RPG gehört sowas auch dazu. Ich glaube, bisher habe ich 18 Stunden in dem Spiel. Sagt zumindest Steam. So, Patty. Tja. Wie können wir das Titan-Artefakt deines Vaters finden? Mein Vater hat sich schon immer gerne eingenehmigt. Vielleicht hat der Buß etwas von dem Artefakt erzählt. Der Kerl ist eigentlich ganz in Ordnung. Informationen sind neben dem Ruhm sein Kapital. Meinst du, er erzählt mir einfach so von dem Artefakt? Jetzt, wo mein Vater tot ist, will er bestimmt nicht, dass das Artefakt in falsche Hände gerät. Na, dann hoffen wir mal, dass er was weiß. Außerdem haben wir ihn ja auch schon den ein oder anderen Gefallen getan. Man erinnert sich an die Zuckerlieferung. Oder irgendwie sowas. Oder war das das mit dem Wasser? Auf jeden Fall haben wir ihm irgendwie seinen Rum wieder beschafft. Oder seine Zutaten für den Rum. Okay, wir können also jederzeit einen neuen Kurs setzen, sehe ich gerade. Wie eben schon vermutet. Gut. Ah, hier liegt eine schöne Karte. Ja, erstmal schön angucken. Sieht zwar nicht so aus wie die Karte, die wir haben im Inventar, aber okay. So, was ist denn jetzt eigentlich mit Chani? Ist die nicht traurig, dass sie jetzt weg von ihrem Stamm ist? Der Boden ist schwach. Was? Ach so, du meinst das Schwanken des Schiffes. Tja, so ist das bei der Seefahrt. Die Boote der Shaganumbi sind auch schwankend, aber viel kleiner. Da hatte ich nie so ein Gefühl der Ohnmacht. Ich konnte jederzeit wieder herausspringen, wenn es zu schlimm wurde. Tja, das ist schon ein Unterschied, ob du in so einem kleinen Kanu oder Kajak sitzt oder auf so einem riesigen Piratenschiff. Aber gut, am Anfang ist, glaube ich, jeder so ein bisschen seekrank. Mir ging es am Anfang genauso. Ja? Natürlich. Oder glaubst du, ich bin auf einem Schiff geboren worden? Oh no. Aber es ist nur... Was? Das hier gehört nicht zu meinem Volk. Du wirst dich schon bald daran gewöhnt haben. Chi. Aber sie hat natürlich recht. Sowas gehört nicht zu den Eingeborenen. Ach so, mehr konnten wir mit ihr nicht machen. Okay. Wir gucken uns natürlich wie gewohnt erstmal wieder um. Nicht, dass wir hier irgendwas haben, was uns entgeht. Immerhin haben wir das Schiff ja eben erst gekapert. So. Aber ich glaube, das ist dasselbe Schiffsmodell wie alle Schiffe, die wir bisher hatten. Kommt mir zumindest sehr vertraut vor gerade. Ach, guck mal, Hawkins, unser Smoothie. Ich koch uns was Leckeres. Sehr schön. Das ist ja auch dein Job. So, hier gibt's aber trotzdem sonst nichts. Gucken nochmal hier, vielleicht gibt es hier ein paar Fässer mit Rum oder so, oder Grog. Wäre schön, wenn man sich da einfach was abzapfen könnte. Aber wahrscheinlich sind das nur die Fässer Wasser, die wir uns besorgt haben. Na schön. Okay, hier gibt es also soweit erstmal nichts, dann gehen wir mal an Land. Ach, ist schon einige Zeit her, dass wir hier das letzte Mal waren. Na, Curtis, alter Frosch. Erstmal am Hintern kratzen, hm? Lass uns kämpfen. Da habe ich ja schon fast Lust. Also mal ganz kurz. Hey Curtis. Ich sollte vielleicht trotzdem erst mit ihm reden. Ja. Okay, nochmal ganz kurz neu laden. Nicht, dass er sonst böse auf uns ist. Wir sollten ihm erst sagen, dass wir mit ihm kämpfen wollen. Komm schon. Trotzdem mal ganz kurz den Speer schon mal auswählen. Curtis, bleib hier. Lass uns kämpfen. Du alter Haudegen. Ja, wäre ganz toll, wenn ich auch mal zustechen könnte mit dem Speer. Oh.
Aber wir sind schon wieder fast tot. Glückwunsch, das schaffen wir echt immer wieder ganz ausgezeichnet. Ja. Also irgendwie bin ich einfach schlecht. Gut, das ist soweit nichts Neues, aber naja. Ach. Das Blöde ist, ich habe jetzt wieder kaum HP. Da will ich ja fast wieder laden. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, mir wieder 1000 Proviant reinzudrücken. Ich hätte auch einfach schlafen können, aber naja. So geht's doch schneller.